So, und da sind wir wieder beim lieben Vitus. Wir hatten 51 bei ihm. Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen besser stehen beim Handeln. Immer noch 51, das ist doch scheiße. Na gut, dann bekommt er jetzt alles, was wir noch zu verkaufen haben. Oder behalte ich das? Das ist so, wenn man halt sieht irgendwie, ne, dass die fast das Doppelte dafür geben, die sind ja 2000 wert. Das ist ja der Punkt. Aber ich muss halt den Scheiß auch loswerden. Ich gehe jetzt mal nach dem Gewicht. Ich verkaufe jetzt erstmal alles, was halt richtig, richtig viel wiegt. So, das sind schon mal 1000. Dann handle ich noch ein bisschen mit dem. Über den Preis. Nun. Und dann mal schauen. So, schau. Siehst du, ich... Wunderbar, Ruf wieder verbessert. Auf 53, na immerhin. Okay, so können wir es aber machen. Dann lasst uns das hier mit dem... Lasst uns das genau so tun. Oh, 6000. Das ist natürlich gerade ein bisschen sehr viel, ne? Hier mal den Warenkorb und tu mal wieder so ein bisschen was raus hier. So, das 1500. Dann feilschen wir wieder ein bisschen. Lässt sich was. Weil das findet er nämlich super, wenn wir mit dem feilschen. So. Endlich. Sehr gut. Mach's gut. So, jetzt sind wir bei 54. Es gibt jetzt gerade noch so wenig hier. So, da sind wir bei 2000. Das gleiche machen wir nochmal. Lässt sich was am... Endlich, eine von... Oh. Ich habe aus Versehen, bin ich nicht runtergegangen, der hat es trotzdem angenommen. Super interessant. Alles gut. So, wir sind bei 57, das ist sehr, sehr gut. Gleiches nochmal. So, wir sind bei 1500. Reden wir über... Ich habe das gerade nochmal angenommen und der hat es tatsächlich angenommen. Endlich. So, nochmal den Ruf verbessert. Alles gut. Wir sind bei 58, es wird immer besser. Wir kriegen immer bessere Preise hier, das finde ich super. Nein, den wollte ich verkaufen. Schwert des Kustos behalte ich auf jeden Fall noch. Meine Stiefel behalte ich auch noch. ...502 mittlerweile. Das sind 60 mehr schon mal für die Sporen. Nochmal 2000. Besprechen wir den... Handeln wir nochmal ein bisschen hier. Komm, 2500, oder? Ja, bei dem Betrag kommen wir. Perfekt. Gott behüte dich. 61. So können wir vernünftig handeln, ihr Lieben. So, und jetzt gucken wir, was wirklich viel gibt hier. Das meiste haben wir schon verkauft, tatsächlich. Mm-hmm.
Tja, das war's. Fein, aber dann sind wir hier durch. Und da brauche ich jetzt auch nicht mehr zu feilschen, das kann ich einfach so verkaufen. Und dann haben wir fast 30.000 Münzen. Das ist doch fantastisch. Auf dem Pferd haben wir auch nichts mehr, glaube ich, oder? Nee, nur noch Bücher. Könnten wir auch noch verkaufen, die Bücher. Kommt, das machen wir auch. Ach, egal, das machen wir beim nächsten Mal. So. Dann auf... Schön, dass er mich mit Namen kannte. Ich weiß gerade nicht, wer er war, aber... Auf zu Herrn Sebastian. So. Wie geht's? Danke, gut. Das Lager ist Geschichte. Ach ja? Und wie kannst du das beweisen? Hiermit. Sieh an. Eine Sorge weniger. Hier ist deine Belohnung. Deine Arbeit scheint getan. Sehr gut. Dies sollte das letzte Lager gewesen sein, also herrscht hoffentlich eine Zeit lang Frieden. Alles klar. Fantastisch, dann... Wie lungerst du noch hier herum? Du hast die Aufgabe erfüllt, die Belohnung erhalten. Was willst du mehr? Ich will dir noch, ein Dank wäre angebracht. Ja, der ist uns ja sowieso freundlich gesinnt, das kann ich ruhig sagen. Ein Dank wäre angebracht. Ich habe dir gedankt mit Groschen, aber wenn du auf Umarmungen und Lobeshymnen aus bist, solltest du den Bädern einen Besuch abstatten. Dort wirst du gewiss fündig. Und jetzt geh. Ich habe noch viel zu erledigen. Das ist einfach so ein Arsch, der Typ, ey. Ich habe, Trophäen. Dann zeig her. Sehr schön. Nur sechs Stück waren das nur? Interessant. Nun denn. Dann haben wir die Quest da auch noch abgeschlossen. Das freut mich doch ungemein. Dann können wir jetzt frohen Mutes. Kann ich eigentlich, Oh, das Kettenhemd ist wieder richtig übel zugerichtet. Das kann ich nicht reparieren. Dann muss ich noch einmal zum Rüstungsschmied, beziehungsweise hier unten zum Schmied. Und ich muss auch noch mal zum Schneider. Weil das kann ich so... Ja. So kann ich nicht rumlaufen, ihr Lieben. Das geht nicht. Toll, dass hier in Sasau alles so nah beieinander ist. Und vor allen Dingen alles vorhanden ist. So, als allererstes nach hier. Mach's gut. Zack, alles repariert. Und dann noch einmal rüber zum Schneider. Ja! Du brauchst nicht rumzuschleichen hier, Heinrich. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritt. Das hoffe ich auch. Möge Gott über dich wachen. Wunderbar. Was hat er denn noch? Lebe wohl. Tolles, gewöhnliches Kleid, modisches Kleid. Brokatpourpan.
Das sieht natürlich sehr, sehr schick aus. Das ist das, was Herr Sebastian auch trägt. Der edle Hut. Schwarz-gelbe Google. Die ist auch schick, ne? Blauer Chopin. Mhm. Edle gelb-grüne Beinlinge. Haben wir nicht auch noch sowas? Ja, wir haben noch edle gelb-grüne Beinlinge. Ich glaube, das reicht mir. Wir haben die edlen Stiefel noch. Wir haben noch das Hemd von Herrin Stefanie. Wir haben edle Beinlinge. Das heißt, wir können Theresa auf jeden Fall das nächste Mal richtig schön... Nee, Vieh möchte ich nicht haben. Ich könnte jetzt noch nach Rattay reiten, wenn ich schon mal hier unten bin. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es wieder zu spät wird. Aber lasst uns noch nach Rattay reiten. Ich hoffe, einen Tag länger halten sie aus. Um noch auf uns zu warten. Dass wir noch einmal hier schlafen können, denn mit Theresa können wir jetzt auch nicht mehr ausgehen. Jetzt ist es schon wieder zu spät. Oh, und ich muss unbedingt was essen. Dann essen wir doch erstmal was. Ja, jetzt habe ich mich wieder überfressen. Na toll. Es geht immer so schnell. So. Habe ich nicht noch Waffen, die ich dem hier verkaufen kann? Grüß dich, werter Ritter. Grüße dich. Gott sei mit dir. Ich brauche nichts reparieren, das ist schon mal gut. Schwert des Kustos könnte ich ihm verkaufen. Ja, das brauche ich sowieso nicht, ne? Auch wenn das echt schick ist. Aber ich brauche es einfach nicht. Und 800 sind 800 sind 800. Nehme ich. Gut. So, dann lasst uns doch mal schauen, wo das hier sein soll. Beim Schreiber in der Stube soll das sein. Hier drin. Höp. Höp. Alchemie könnten wir auch mal wieder machen, aber das Schloss kann ich nicht knacken, glaube ich, oder? Doch, ich kann. Sehr gut. Dann speichere ich mal gerade nochmal. Kann ich nicht knacken. Das ist das Ladengeschäft auch geil. Was ist los? Hi. Nichts. Der hat das tatsächlich. Gott schütze dich. Würdest du mich in der In der Alchemie. Ich möchte zuerst. Kann ich nicht, leider. Gott sei mit dir. Der Traum des Alchemisten. Rezept für Aqua. Also, er hat mir sau viele Rezepte. Aber das Necronomicon hat er nicht. Das muss ich ihm wahrscheinlich wirklich klauen.
Oder das ist hinter ihm in der Truhe. Dann muss ich nachts hier rein. Da darf ich nicht hin. Da muss ich mich mal kurz umziehen. So. Die Frage ist, ob er das bei sich hat oder ob das da in der Truhe ist. Ich werde jetzt hier einfach mal warten. Die Tür bleibt ja hoffentlich offen, sonst muss ich sie halt nochmal knacken. Eigentlich wäre das ganz gut, dann kann ich mein Schlossknacken wieder ein bisschen trainieren. Ich hoffe, dass die Truhe vorne nicht sehr schwer ist. Das ist durchsichtig. Interessant. Der steht immer noch da. Wieso hört er mich denn? Sollte ich vielleicht barfuß laufen? Eigentlich sollte der mich nicht hören. Mann, Mann, Mann. Ich laufe jetzt barfuß. Sowas mache ich ja eigentlich nicht, aber er hat mir keine Wahl gelassen. Hat er das Necronomicon? Rezept für Salbe nehme ich mal mit. Oh, Truhenschlüssel ist sehr gut. Fußwickel mit Sohlen. Was macht denn die Salbe? Agilität nehme ich mal mit. So, auch wenn das jetzt gestohlen ist, aber wieso den knacken? Ich hab doch den Schlüssel. Ich brauche mal ganz kurz die Fackel. Hallo, Fackel. Wo sind denn meine Fackeln? Nachthemd, braune Beinlinge, Leinenhemden, Bettlertunika, Knüppel. Ja, die Groschen lasse ich da drin, die brauche ich nicht. Da schläft noch wer. Bürgerliches Kleid, Lederstiefel, gelbe Gugel. Das ist doch nicht wahr! Hier soll das sein. Dann muss das unten sein. Dann ist das unten in dieser Truhe. Das ist an dem Typen. Guck mal. Das ist hundertprozentig er. Ja. Aber der hat das Necronomicon nicht. Der hat es nicht. Das ist ja strange. Das hier kann ich nicht knacken. Das ist doch scheiße. Das ist doch echt richtig blöd. Ich weiß, dass er das hat, aber
Und die beiden Truhen kann ich nicht knacken. Na, toll. Tja, und nun? Das ist doch wieder... Das ist doch wieder total blöd gemacht hier. Ich schleiche mich hier trotzdem nochmal hoch, guck noch, was in dem anderen Zimmer da hinten ist. Ich hoffe, dass der Typ nicht aufwacht. Hier ist nichts. Dann schaue ich mal, ob der noch irgendwas dabei hat. Ne, der hat es auch nicht dabei. Das ist doch scheiße. Verlässliche Klinge. Nett. Die nehmen wir mal mit. Wenn wir schon mal hier sind. So. Aber es ist sehr, sehr eindeutig, dass der Ladenbesitzer das Necronomicon hat und ich es mir nicht nehmen kann von ihm. Das ist total scheiße. Der hat es nicht dabei. Ich kann ihn jetzt komplett nackt ausziehen. Er hat es nicht dabei. Das ist echt schlecht. Nun denn. Kann man nichts machen. Zeig mir, was du da versteckt hast. Ich hab nichts versteckt. Was ist mit dir? So, gehen wir schlafen. Oh. Wieso wissen die denn jetzt, dass ich da eingedrungen bin? Moment, das ist doch scheiße. Lassen wir die mal fallen. Habe ich noch irgendwas, was jetzt gestohlen ist hier? Nö, ne? Das Rezept für Salbe, das lasse ich mal auch noch fallen. Den Trank. Gut. Hallo. Ich gebe auf. Ja. Hallo. Hab ich dich. Dir werde ich's zeigen. Du wirst lernen, was Gerechtigkeit bedeutet. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. 30, ja. Was war das denn? Verflucht. Hier hast du das Geld. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert. Aber ich behalte dich im Auge. Darauf kannst du wetten. Fand ich jetzt ein bisschen sehr unrealistisch, dass die jetzt hier irgendwie wussten, dass ich irgendwas geklaut habe. Weil, na gut, aber ja. Dann ist das so. Wir könnten eigentlich auch noch was lesen, ne? Willst du mir jetzt beim Schlafen zugucken, hier Wache, oder was? Bleib von mir aus da. Nun gut. Leben im Wirtshaus. Dann lernen wir noch ein bisschen saufen. Was war das? Das war jetzt wirklich total unrealistisch. Und es war auch scheiße, dass ich dem das jetzt nicht abnehmen konnte, obwohl er es hat. Sowas nervt mich immer. Das war das letzte Buch, was wir noch hatten. Okay, dann können wir schlafen. Und die Wache passt auf uns auf, finde ich super. So, 6:30 Uhr ist eine gute Uhrzeit.
um aufzustehen für einen jungen Rittersmann. Der die ganze Nacht Wache gehalten. Ist es nicht ein lieber Kerl? So, und jetzt können wir uns erstmal wieder vernünftig anziehen hier. Sehr gut. So, der bleibt da wirklich drin stehen. Nee, jetzt kommt er endlich raus. Aber das Diebesgut kann ich ja sowieso nicht verkaufen, außer bei irgendeinem Müller, ne? Wieso Schloss knacken? Das ist doch meins. Nun gut, dann bleibt das eben da drin liegen. Und falls nicht, dann haben wir es auch da nie hingelegt, dann ist es schon in Ordnung. Das Problem ist, ich muss jetzt trotzdem noch irgendwie dieses Buch beschaffen. Frag mich jetzt hier mal durch, ob vielleicht. Von allen Gefahren. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Lebe wohl. Die weiß schon mal nichts. Muss ich jetzt hier noch länger warten, oder was? Ja, ich habe ja die Schlüssel hier zu allem jetzt. Das ist schon ganz schön praktisch. Noch ein bisschen Schlossknacken üben. Hey, mein Gott, da bestiehlt jemand Leute. Da ist ein Dieb. Scheiße. Wache! Ich wollte den gar nicht angreifen. Trotzdem, lass dich nicht entwischen. Ergib dich. Du bist ein Verbrecher und wirst Schnell alle miteinander! Komm, oh Mann, der ey! Der sich geprügelt hat. So schnell wirst du die Sache nicht. Ja, ich bezahle. Ich könnte ihn auch einfach versuchen, den zu überzeugen. Könnte ich das versuchen? Ich zahle, kommt. Verflucht. Das ist echt total bescheuert. Also. Ja, ich bin immer noch in dem Bereich, aber ich will ja hier raus eigentlich. Gut, okay, lassen wir das erstmal mit dem blöden Necronomicon. Das war mir jetzt eine Lehre hier, das ist doch scheiße. Gute Nacht, mein lieber Zenz. Das finde ich ganz schön doof, ich wollte das eigentlich noch erledigt haben. Aber wenn das so doof ist, dann habe ich dazu leider keine Lust. Tja. Dann würde ich sagen, reiten wir wieder nach Thallenberg. Denn viel anderes können wir ja nicht tun. Oh, stopp. Abbrechen. Ich wollte noch zu Theresa. Mist, ich wollte noch zu Nun gut, ihr Lieben. Dann gehe ich mit Theresa ein anderes Mal wieder aus. Es tut mir leid für dieses sehr unschöne Ende. Das war jetzt ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge.
Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich hoffe, ihr schaltet trotzdem beim nächsten Mal wieder ein, denn dann ziehen wir gegen Thallenberg. Ich freue mich mega drauf. Lasst einen Daumen da, das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.